Wir wollen mit dieser Ausstellung einen Bogen schlagen von Heinrich Schütz zu Johann Sebastian Bach über 100 Jahre und stellen die Musik der Thomaskantoren des 17. Jahrhunderts in den Mittelpunkt der Ausstellung. Das Besondere ist ja, dass man das im Zusammenhang erleben kann, dass man hier in der Ausstellung die Werke in den Originalen betrachten kann, die man anschließend im Konzert hört. Also ich denke, das ist etwas Besonderes für unsere Besucher, dass sie einen Museumsbesuch mit dem klingenden Live-Erlebnis verbinden können. Uns verbindet irgendwie diese Spaß und diese Liebe für die Musik. Wir sind ja heute auch in kleiner Besetzung da und ich glaube, das passt ganz gut in den Saal. Ich hatte das Gefühl, die Akustik war eigentlich sehr gut für diese Musik, die wir machen, die sehr viel intime Momente hat. Und man hat auf jeden Fall einen anderen Kontakt zum Publikum als in einem großer Kirche oder Dom oder Schloss irgendwo. Ja, es ist ein bisschen Salongefühl vielleicht. Es sind 8 Komponisten, also alle samt Thomaskantoren plus Johann Rosenmüller, der fast Thomaskantor geworden wäre. Eine durchgängige Reihe von Männern, die hier gewirkt haben und allesamt Musik geschaffen haben, die in den Kanon der alten Musik Einzug gehalten haben und weltweit gefeiert werden. Und dazu dann als 9. Protagonist Heinrich Schütz, den wir dann eben natürlich auch mit seinem Repertoire abbilden. Es geht uns, glaube ich, um eine sehr uneitle, sehr menschennahe, sehr herzensnahe Art der Darbietung der Musik. Ich habe gelesen über das Ensemble, dass sie sich als Botschafter der mitteldeutschen unbekannten Barockmusik verstehen. Und für mich hat das total gut funktioniert, weil ich kannte, glaube ich, kein Stück auf dem Programm. Bei der Bach-Kantate war ich mir nicht ganz sicher, aber ich war ewig nicht mehr in einem Konzert mit Vokalmusik, die ich durchweg nicht kannte. Und ich war auch lange nicht mehr im Konzert, was mich so sehr begeistert hat. Und ich habe mir gerade schon das Programmheft abfotografiert, weil ich das Gefühl hatte, das muss ich alles für mich behalten, die ganze Musik, die ich nicht kannte und wo es keinen Grund gibt, warum ich die nicht kannte, weil die großartig ist. Und es ist erstaunlich zu sehen und zu hören, wie diese Werke einen solchen Lebensmut, eine Glaubenszuversicht ausstrahlen, dass den Menschen damals und uns heute wahrscheinlich viel Kraft geben kann.